Wir haben ja grundsätzlich als Gesellschaft schon die Herausforderung, dass wir immer mehr von der Natur entfremdet sind und immer weniger verstehen, auch wo unsere Lebensmittel herkommen, wie es in so einem Schlachthof aussieht. Das wissen die wenigsten von uns. Das ist sicherlich ein Spagat oder eine Herausforderung der modernen Gesellschaft. Aber wir bei uns im Zoo, unsere Fleischfresser fressen Fleisch. Und in dem Moment, wo ich ein Tier von uns nehme, eine Antilope, eine Ziege, ein Zebra, in dem Moment weiß ich, dass das Tier bis zum Moment der Schlachtung das beste Leben hatte. Deutlich besser wahrscheinlich als alle Nutztiere in der Umgebung. Und auf der anderen Seite, dass auch die Qualität des Fleisches das Beste ist für unseren Tiger, für unseren Löwen.